Moritz Blade und ich begrüße euch zu einem zum ersten Gameplay-Video nach einer Zeit wieder mit Kommentar von mir. Und heute spielen wir das neue 1.17-Update, was erst vor kurzem rausgekommen ist. Und ja, was haben wir uns vorgenommen? Wir bauen jetzt in den nächsten Folgen ein Kupferhaus, so wie im Trailer, und dann tun wir und halt Fernrohr und das Ganze, und dann kümmern wir uns um den Amethyst und die ganzen anderen Erze weiter unten. Dann baut du hier mal Holz ab. Ich baue es da. Der Mann mit der Maske. Ja. Gut, ich mache die Werkbank. Oh, und da Sticks. Ich hab Sticks für dich. Mhm. Ich hole uns ein bisschen Essen. Wir müssen direkt zu einem Tor. Ja, das ist ja da drüben. Da in die Richtung ist ein Dorf. Das sehe ich mit meinen 40 Chunks. Ja, weil wir müssen Sticks traden und einen Bogen. Sind dann nämlich bei Spieler. Und dann direkt in den Nether. Portal gießen. Und ab geht's. Ab geht er. Da mal schön essen. Schöne Villager. Ich mache uns direkt Brot, okay? Ja, okay. Aber nicht alles. Ja, was willst du damit sonst anfangen? Brauchst du Essen? Ich gebe mir aber das Weizen. Nein. Junge, ich habe halt schon zwei Betten gemacht. Oha. Oh, ich habe... Digga, der kommt bis hier ganz. Wie? Ja, hier? Ich gebe dir einen Jobkäfer. Willst du ein weißes oder ein gelbes Bett? Hier, Ja, der ist halt mehr metallig. Ja, oder weniger? Mein Bett! Mann. Guten Morgen, Morgen, Morgen! Oh, das sind die neuen! Oh, geil, die Glow Squids! Damit kann man leuchtende Dinge machen! Komm, ich will ein leuchtendes Schild! Ja, damit kann man Rahmen jetzt glänzend machen! Oh, das können wir direkt zeigen. Guter Content. Ja, wie das verpackt ist mit dem Haus. Wie macht man einen Rahmen? Wie man einen Rahmen macht. Der leuchtender Rahmen. Gegenstandsrahmen. So. Ein Gegenstandsrahmen mit Sticks und Leder. Ich muss eine Kuh umbringen. Ich hab ihn. Ja, und hast du auch noch Sticks? Dann gib alles her. Alles, was du hast, Minion. Warte, den Tintenbeutel. Ja, stimmt. Ja, ne. Meine Damen und Herren, wir präsentieren euch das erste 1.17-Item. Und zwar ist es der leuchtende Gegenstandsrahmen. Bada 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 bada. Ja, man kriegt den nicht. Aber der leuchtet halt, dann sieht man in der Nacht, wenn es dann dunkel wird, sieht man den halt. Ja, ich dachte, man kann das auf das Schirm schauen. Zu wild. Da ist eine Höhle. Da könnten wir auch schon die neuen Erztexturen zeigen. Weil ich keine zwei Monitore habe, sehe ich jetzt nicht mehr, wie lang die Aufnahme ist. Ist mir wurscht. Wir gehen jetzt nach Gefühl. Hä, das Kohle sieht ja fast genauso aus. Was hat sich bei der Textur geändert? Ja, ein bisschen merkt man.
Halt die Schnauze, mein Junge. Wir brauchen dann noch ein Dorf. Aber davor gehen wir in die Höhle. Aber die Höhle ist, glaube ich, schlecht. Oh, ich habe jetzt 10 Kohle. Wo bist du hingegangen? Da bei der Höhle. Okidoki. Höhle. Ist es keine Höhle? Aber nur da. Ja, aber grab dich rein. Grab dich rein, Mignon. Ja, okay. Meister. Meister. Gehorche, du Meister. Hä? Ich... sag... Brrr. Da. Under the sea. Jetzt fange ich mit dem an. Wir kamen uns schrittweise runter. Und meine Spitzhacke ist hinig. Jetzt sehen wir aus. Wo ist ins Dorf? Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Minecraft Caves and Cliffs zusammen mit dem Tanzbär. Lasst ein Abo da, wenn euch das Projekt gefällt, um keine neuen Videos von Minecraft Caves and Cliffs zu verpassen. Lasst ein Like da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Wir sehen uns in der nächsten Folge, welche in wahrscheinlich 1 bis 2 Tagen kommt. Bis dahin sagen wir Tschüss. Bis dann. Oder Mende.